und herzlich willkommen auf Ines Backwelt. Heute habe ich eine tolle Rezeptidee für euch, und zwar Toastliner. Die schmecken zwar nicht ganz wie Berliner, sie sind aber total lecker und eine einfache und schnelle Alternative. So, dann fange ich jetzt direkt mit der Zubereitung an und wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Ich nehme 6 Scheiben Toastbrot, Erdbeerkonfitüre, 2 Esslöffel Milch, ein Ei, Puderzucker und etwas Butter. Ich habe das etwas größere Toastbrot verwendet und diese sollte am besten schon etwas trockener sein. Dafür nehme ich das Toastbrot einfach ein paar Stunden vorher aus der Verpackung, denn Toastbrot neigt sowieso dazu, etwas schneller trocken zu werden. So, und hier habe ich einen runden, großen Ausstecher mit einem Durchmesser von ca. 9 cm und mit diesem steche ich das Toastbrot rund aus. Falls ihr keinen passenden Ausstecher zu Hause habt, könnt ihr das Toastbrot auch mit einem scharfen Messer rund ausschneiden. Nun bestreiche ich die 3 Toastscheiben dick mit Erdbeerkonfitüre, lasse den Rand jedoch aus. An dieser Stelle könnt ihr das Toast auch zum Beispiel mit anderer Konfitüre, mit Pflaumenmus oder mit Nutella bestreichen. Jetzt lege ich den Toastdeckel drauf und drücke es leicht an. Dann bereite ich mir eine Mischung aus der Milch und dem Ei zu und dafür verquirle ich die beiden Zutaten einfach mit einer Gabel und fülle das Eigemisch anschließend in einen tiefen Teller. Und jetzt ziehe ich die Toastliner vorsichtig von allen Seiten durch das Eigemisch. Nun zerlasse ich die Butter in einer Pfanne und brate anschließend die Toastliner auf mittlerer Stufe von allen Seiten an. Zum Schluss bestreue ich die Toastliner noch von beiden Seiten mit Puderzucker und dann sind sie auch schon servierbereit. Und falls euch 3 Toastliner nicht reichen, könnt ihr die Mengenangaben natürlich erhöhen. Und die stehen wie immer in der Infobox. Ich hoffe, das Rezeptvideo hat euch gefallen. Falls ihr, könnt ihr mir ein Däumchen da lassen oder ein kostenloses Abo, denn dann verpasst ihr auch kein Rezeptvideo mehr von mir. Und jetzt sage ich nur noch Tschüss, bis zum nächsten Mal.